Herzlich willkommen zu den Atemübungen zweiter Teil. Das heißt, wir machen die Atemübungen alle praktisch. Finde eine aufrechte Sitzposition, die Schultern entspannt nach unten, Rücken und Wirbelsäule aufrecht. Und wenn das geht, dann halte deine Augen geschlossen. Bring eine Hand oder beide Hände auf den Bauch. Wir starten mit der Bauchatmung. Lass den Atem ganz entspannt in den Bauch einfließen. Zähle geistig die Sekunden, spüre, wie sich der Bauch ausdehnt und ausatmend zieht der Bauch sanft nach innen. Mach die Bauchatmung in deinem Rhythmus weiter. Dann lege die Hand wieder entspannt auf das Knie oder beide Hände können genauso auf den Beinen hier oder im Schoß liegen. Wir machen weiter mit der vollen Yoga-Atmung. Du atmest genauso wie gerade ganz entspannt in den Bauch ein. Dann weiter in den Brustkorb, fülle und weite die Lungen und ziehe die Schultern mit nach oben, dass wir bis in die Lungenspitzen atmen. Dann senke ausatmend die Schultern, Brustkorb und Bauch wieder nacheinander ab. Atme zuerst in den Bauch. Weiter in den Brustkorb und die Schultern ziehen mit nach oben und senke ausatmen Schultern, Brustkorb und Bauch. Mach die volle Yoga-Atmung auch in deinem Rhythmus weiter. Und dann kehre am Ende deiner nächsten Ausatmung zu deinem normalen Atemrhythmus zurück. Wir machen weiter mit dem Kapalabhati, mit der kraftvollen Atemtechnik für das Zwerchfell zur Aktivierung. Und wir atmen vollständig aus, vollständig ein und beginnen. Thank you.
Atmen, bring die Arme nach außen, weite den Brustkorb. Halte den Atem, energetisieren über die Bewegung der Hände. Und ausatmen, senken und schließe die Hände. Dann atme entspannt in den Bauch ein. Und halte den Atem. Halte den Atem nur so lange, wie das für dich bequem und angenehm möglich ist. Dann lass den Atem weiterfließen. Achte darauf, dass Bauch, Schultern, dass der Körper entspannt ist. Es hilft dir, wenn du dich vielleicht auf das dritte Auge konzentrierst und geistig oben wiederholst. Ausatmen, vollständig ein und aus, einatmen und beginnen. Atme nach außen, aus und nochmal einatmen. Halte den Atem, wir energetisieren und aus. Atme entspannt in den Bauch ein und halte den Atem. Konzentration zum dritten Auge, wiederhole geistig um. Ausatmen, tief ein und aus, ein und beginnen. Einatmen nach außen, senken und nochmal ein. Halte den Atem, energetisieren und aus. Atme entspannt in den Bauch ein und halte den Atem, Konzentration zum dritten Auge, wiederhole geistig um.
Ausatmen. Tief ein. Und aus. Und dann kehre zu deinem normalen Atemrhythmus zurück. Lass den Atem für einen Moment entspannt weiterfließen. Jetzt die aufgenommene Energie ganz gleichmäßig im Körper zu verteilen, machen wir noch ein paar Runden der Wechselatmung. Bring deine rechte Hand in die Ausgangsstellung der Wechselatmung. Rechten Arm vor dem Körper, Schultern entspannt. Und dann atme so zunächst aus. Schließe mit dem Daumen rechts und links ein. Rechts aus. Links ein. Rechts aus. Links ein. Rechts aus und dann ändere die Richtung. Atme jetzt rechts ein. Links aus. Rechts ein. Links aus. Rechts ein. Links ausatmen und beende die Übung. Bleib noch einen Moment mit geschlossenen Augen sitzen. Nimm dir einen Moment Zeit, nachzuspüren die Wirkung der Atemübungen auf Körper und Geist. Dann vertiefe deinen Atem nochmal ganz bewusst in den Bauch, atme ein paar Mal tief durch. Und dann öffne die Augen wieder. Die Atemübungen sind wie gesagt super effektiv, werden euch ganz, ganz viel bringen, im Alltag helfen, zur Ruhe zu kommen, Energie in den Körper zu bringen. Ja, ich hoffe, dass ihr ganz, ganz oft mit meinem Video übt. Und für diejenigen, die eben noch nicht so viel Yoga-Erfahrung haben und bei mir jetzt in den Livestreams dann auch mitmachen, ja, übt das hier dann die Yoga-Übung, dann könnt ihr nämlich auch bei den fortgeschrittenen Videos oder bei der Mittelstufe ganz locker mitmachen. Sehr schön, dass ihr mitgemacht habt.